Unser Ziel ist natürlich, erstmal Redundanzen zu verringern, das heißt weniger Planungsschritte und über die Planung hinaus auch die Optimierung der Ausführung dann, zum Beispiel über die mobile App. Die Leistungserfassung per App, wer sie noch nicht hat, ist kinderleicht. Weniger Zeit für Papier, mehr Zeit für Pflege. Wir werden den Abgleich mit wirklich gefahrenen Zeiten sehen. Und jetzt ist es auch möglich, über das Turn-Controlling die unproduktiven Arbeitszeiten herauszufiltern. Das heißt, ich bin jetzt die Tour gefahren, ich habe jetzt meine Arbeitszeit, aber was ist davon wirklich abrechenbar und was geht für Fahrzeit drauf, was geht für Arbeitszeit drauf und so weiter und so fort. Eine neue Funktion im PROFSYS ist das einmalige Planen von Diensten und damit die automatische Tourzuordnung. Das heißt, der Dienstplaner braucht sich nur noch einmal hinsetzen, plant den Monat seine Dienste und der Tourenplaner hat dann den entsprechenden Mitarbeiter schon auf der Tour, ohne dass er den extra nochmal heraufziehen muss. Dann haben wir die Möglichkeit, unnötige Wegestrecken erstmal zu sehen und sie dadurch dann auch zu vermeiden, indem wir jetzt einen Routenplaner in der PROFSYS-Tourenplanung integriert haben. Wir haben ferner die Möglichkeit für die Einrichtungen, wo die Mitarbeiter von zu Hause aus losfahren, die Start- und Zieladressen der Tour individuell festzulegen, sodass wir auch sehen, selbst wenn der von zu Hause fährt, lohnt sich das noch? Ist die Tour noch profitabel oder kann man da auch noch was optimieren? Und zuletzt Zuordnung dedizierter Dienstplanaufgaben zur Aufschlüsselung der Arbeitszeit. Das wird jetzt wichtig, weil im Tourencontrolling wird dann nicht nur zu sehen sein, wie viel Arbeitszeit, wie viel abrechenbare Zeit ist drauf, sondern auch ganz genau, okay, wofür ist diese Zeit, die jetzt da zu viel aufgebracht wurde, wofür ist sie draufgegangen? Zum Beispiel Arbeitszeit oder Orgazeit. Im Dienstplaner gibt es jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit, die Dienste mit den Touren zu verknüpfen. Hier habe ich eine Option jetzt gewählt, dass der zugeordnete Dienst quasi gleich als Tourname angezeigt wird. Das heißt, wenn dem Dienstnamen und die Tournamen sich unterscheiden, dann sieht der Dienstplaner sofort, okay, die Tour steckt dahinter und kann das dementsprechend gezielt planen. Hier ist nochmal kurz die Möglichkeit, wo ich sagen kann, die Tour geht beim Mitarbeiter los, endet beim Mitarbeiter oder es sind ganz andere Adressen hinterlegt. Standard ist immer die Adresse der Sozialstation, der Einrichtung selber, kann aber individuell angepasst werden. Und wir haben auch jetzt die Möglichkeit, zu den Fahrzeiten, die aus der Tourenplanung ermittelt werden, noch Zeiten fürs Parken zum Beispiel standardmäßig draufzurechnen. Das sieht dann quasi so aus. Hier haben wir sofort den Überblick, welche Strecke liegt zwischen den Patienten und welche Zeit liegt dazwischen. Und wir haben auch die Möglichkeit dann zu sagen, okay, ich möchte diese Zeiten, möchte ich so als Fahrzeiten in die Tour übernehmen. Und dann hat man automatisch eine realistische Wegezeiten, die dann aus der Routenplanung kommen. So, die volle Kostenkontrolle schon beim Planen sagt, Kosten- und Erlösberechnung ist jetzt quasi auf einen Klick. Sobald ich die Tour geplant habe und gespeichert habe, kann ich sagen, okay, lohnt die sich? Und dann zeigt er mir ausgehend von den Abrechnungsdaten die Erlöse an, die ich generiere. Und die Kosten des Mitarbeiters werden dann aus der Qualifikation genommen. Das heißt, sie hinterlegen die Pflegefachkraft oder die Pflegekraft als Verrechnungssatz in der Qualifikation und daraus zieht er sich dann die Kosten, die der Mitarbeiter in dieser Tour an diesem Tag verursacht. Zum Schluss kommt dann die Nachkalkulation im Tourencontrolling und da werden dann die ganzen rückgelieferten Zeiten. Das heißt, sobald eine Abrechnung gelaufen ist, wissen Sie, welches Geld kam vom Kunden rein und durch die mobile Leistungserfassung sehen Sie auch, welche Kosten wurden in der Realität dann quasi angehäuft und wo stecken sie drin. Das wäre dann quasi das Beispiel für die Kosten- und Erlösberechnung im Planer selber, einfach mit einem Klick zu berechnen und alles auf einen Blick dort. Nächster Teil ist dann die App, das wird der Kollege Herr Brandes vorführen. Von da aus geht natürlich die erfassten Touren einmal in den Leistungsnachweis als Grundlage für die Abrechnung und dann natürlich auch wieder in den Dienstplan. Sie können über die Tourbestätigung können Sie punktuell sehen, okay, wo ist jetzt viel Zeit aufgewendet worden, wo muss ich noch was optimieren und wo ist halt die geplante Zeit, wo haut die halt mit der Realität überhaupt nicht hin. Wenn Sie jetzt irgendwas haben, irgendeine Fahrzeit zwischen zwei Kunden
und Sie sehen, okay, in der Vorausplanung ist da, steht da eine ganz andere Zeit drin, dann können Sie das in der Tourbestätigung einsehen und können da auch in der Planung selber noch was optimieren, falls das wirklich nicht hinhauen sollte. Ansonsten kommen die Zeiten jetzt auch so zurück, wie sie erfasst wurden. Und es ist dann nur noch ein Klick in der Tourbestätigung und die Zeiten sind dann auch im Dienstplan drin und der Dienstplan ist dann quasi für den Mitarbeiter auch fertig. Das Finale, die Nachkalkulation, das wäre dann hier unter den Auswertungen im Dienstplan zu sehen. Nachdem die Abrechnung gelaufen ist für die jeweiligen Personen, sehen Sie jetzt, welcher Umsatz wurde generiert, welcher Kostenträger steht dahinter, mit welchen Anteilen und ganz rechts dann der Verkaufsstundensatz, der sich daraus errechnet. Also für wie viel Geld habe ich meine Arbeitsstunde an denjenigen Kunden verkauft. Dann werde ich das mal im Programm selber zeigen. Wir sehen jetzt hier die Tour F1, die ist noch leer. Das heißt, es wurde hier noch kein Mitarbeiter drauf geplant und auch noch kein Patient. Und wenn jetzt der Dienstplaner sich hinsetzt und sagt, die Tour F1 soll der Lutz Ritsch fahren, dann wählt er den aus, plant ihm die Woche. Sie sehen, der Dienst heißt TF1, aber ich habe gesagt, okay, zeig mir hier im Plan selber den Tournamen an. Speichere das natürlich. Gehe wieder in die Tourenplanung rein und sage, hol mir die neuen Daten. Und jetzt ist auch der Herr Ritsch auf der Tour geplant, automatisch. Das heißt, der Nächste, der dann die Tourenplanung aufmacht, sieht automatisch sofort den Mitarbeiter. Wir sehen auch, wie lange soll der Dienst gehen. Das ist hier unter S wie soll. Und wie lange geht die Tour. Das wäre hier das Ist. Dann planen wir das aus der Stammtour, diese Tour. Und dann sehen wir, okay, er hat eine Dienstzeit von 5 Stunden und die Tour geht 4,47 Stunden. Das heißt, ich könnte ihm noch einen Einsatz mit reinschieben oder er hat an dem Tag halt mal eher Feierabend. So, jetzt habe ich noch keinerlei Fahrzeiten bzw. keine realistischen Fahrzeiten hier drin. Das heißt, ein Kunde würde sich an den nächsten anschließen, das ist aber nicht realistisch. Also sage ich, zeig mir die Tour im Routenplan an. Und dann sehe ich die auch, wie sie dann quasi gefahren wird. Und sehe auch für die Tourenplaner, denen vielleicht die Straßennamen nichts sagen, weil sie ein ganz anderes Dorf planen oder einen ganz anderen Stadtteil planen, die sehen dann sofort, okay, hier ist noch was zu optimieren, hier muss ich vielleicht mal einen Einsatz umschieben. Und ja, damit halt dann unnötig lange Fahrzeiten einfach mal rausfallen. So, und wenn ich sage, okay, die Zeiten sind realistisch, das passt und die Adressen, so wie sie da sind, sind auch richtig. Dann sage ich in Tagestour übernehmen. Und dann sehen Sie, dann haben Sie hier die entsprechenden Lücken dazwischen. Und habe, weil die Lücken etwas groß sind, habe ich hier eine Zusatzzeit. Damit man das jetzt zum Demonstrieren besser sieht, habe ich jetzt mal eine Zusatzzeit von 15 Minuten. Das heißt, dass wir jetzt mal die Lücken gesehen haben. Sie können jetzt sagen, okay, der muss da ständig sich einen Parkplatz suchen. Da sagen wir 3-4 Minuten. Zusatzzeit zwischen jedem Patienten, damit er auch seinen Parkplatz findet. Und das kann dann auch individuell angepasst werden. Und dann überträgt sich das dementsprechend. Also diese Zusatzzeit fürs Parken zum Beispiel, die addiert sich nochmal auf die Wegezeit drauf, die ich bereits übergeben habe. Wenn ich jetzt schauen möchte, lohnt sich die Tour, dann habe ich hier unten den Reiter Kosten und Erlöse. Markiere mir die entsprechende Tour. Und sage einmal berechnen und dann sehe ich, okay, hier muss ich noch was machen. Das passt so nicht. Nachdem Sie die Tour dann gespeichert haben, steht sie dann auch sofort der App zur Verfügung. Das heißt also, sobald sich der Mitarbeiter mit seinem persönlichen PIN anmeldet, kann er sich dann diese Tour holen. Das ist auch dann der Zeitpunkt, der erste und einzige Zeitpunkt, wo das Gerät wirklich eine Internetverbindung braucht, entweder über Mobilfunk oder über WLAN. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kann dann dieses Gerät auch offline verwendet werden. Der Mitarbeiter geht dann auf Touren und sieht dann hier seine Tour angezeigt schon mal auch, wie sie heißt, wie lange sie dauert. Er hat dann auch noch die Möglichkeit, sich die anderen Touren anzugucken. Zum Beispiel auch, wenn es heißt, dass er nicht seine Tour fahren soll, sondern weil aufgrund von Krankheit eines anderen Mitarbeiters eine Tour übernehmen sollte, dann könnte er mit diesem Symbol hier die komplette Tour eines anderen Mitarbeiters übernehmen.
Das heißt also, müsste also noch nicht mal jemand im Büro schon mal das Ganze vollzogen haben, sondern kann es direkt am Gerät auch machen. So, und hier ist auch der Punkt, wo ich sage, wann ist mein Arbeitsbeginn? Dann würde ich auch sagen, ich beginne jetzt meine Arbeit und gehe meine Tour. Dann habe ich hier auch dann so quasi in der gleichen Reihenfolge, wie es auch jetzt eben im Programm war, die einzelnen Abschnitte. Als erstes ist meine Orga-Zeit. Und dann sage ich einfach, mit der beginne ich jetzt. Und dann kann ich innerhalb der Einrichtung dann los, kann jetzt mal das Übergabebuch lesen, kann die Schlüssel zusammensuchen und alles sowas. Die Zeit läuft im Hintergrund mit. Ich kann auch, wenn ich möchte, hier schon irgendwelche Bemerkungen hinterlegen. Einfach sagen hier, zum Beispiel Autoschlüssel nicht gefunden. Wenn es irgendwie aus irgendeinem Grund länger gedauert hat. Und sage dann am Ende, wenn ich fertig bin bei meiner Orga-Zeit, bestätige ich das Ganze. Sobald ich jetzt hier so einen Aufgabenblock oder einen Einsatz beendet habe, beginnt quasi die Fahrzeit zum nächsten Einsatz automatisch. Also die Definition ist einfach zwischen solchen Blöcken, die Arbeitszeit ist Fahrzeit. Das heißt, ich komme dann irgendwann beim Patienten an. Ich kann schon mal vorab gucken, wo wohnt der Patient. Kann ihn auch zum Beispiel von hier direkt aus der App anrufen, wenn ich schon sehe, ich komme später, ist eigentlich vereinbart. Das kann ich schon gleich anrufen und schon mal vorwarnen, dass es später wird. Habe auch hier gleich noch auf meiner Seite hier die ganzen Ansprechpartner wie Angehörige, Betreuer, Ärzte. Auch die kann ich dann hier aus der App anrufen. Dann bin ich also jetzt bei den Patienten angekommen und beginne auch dort dann diesen Einsatz. Dann wird mir auch angezeigt, was ich dort alles machen soll. Kann dann, wie gesagt, entweder die Leistung bestätigen oder ablehnen. Wenn ich sie ablehne, muss ich einen Grund angeben, warum sie abgelehnt worden ist. Ich kann auch Leistungen hinzufügen. Ich kann zum Beispiel noch sagen, hier noch eine hauswirtschaftliche Versorgung. Die wird auch gleich, weil ich sie hinzugefügt habe, bewusst hinzugefügt, aber auch gleich als erledigt gekennzeichnet. Wenn ich jetzt hier eine andere Leistung ablehne, fragt er mich dann, warum. Gibt es schon mal so vorgefertigte Ablehnungsgründe. Diese Leistung wollte er einfach nicht haben. Ich könnte jetzt auf Abbrechen gehen und sagen, ich will noch eine Leistung hinzufügen und auch noch eine Bemerkung einschreiben. Kann auch einfach sagen, der Einsatz ist beendet und ich fahre jetzt zum nächsten Patienten. Jetzt kommt aus der Einrichtung ein Anruf, du musst jetzt noch einen Patient XY übernehmen. Dann haben wir hier unten das Plus und dann fragt er uns, was willst du jetzt machen? Ich kann einmal eben zum Beispiel eine neue Aufgabe anlegen, wenn es das heißt, ihr müsst noch ein paar Verordnungen besorgen, dann würde man die einfach noch mit einfügen. Ich kann einen komplett neuen Patienten bei mir in die Tour einfügen. Wenn ich das so mache, muss ich auch dann die einzelnen Leistungen, die ich dort machen muss, dann auch einzeln hinzufügen. Aber wie es heißt jetzt, es gibt schon eine Tour, wo der Patient drin ist. Dann nehmen wir mal die Tour von Herrn Lehmann. Und in der Tour muss ich mir jetzt den Patienten oder die Patienten aussuchen, die ich gerne übernehmen möchte. Die markiere ich einfach, dann wird dieser Schieberegler aktiviert. Und dann sage ich, bitte übernehmen diese beiden Patienten. Das bestätige ich nochmal. Und dann rutschen diese übernommenen Patienten ganz ans Ende der Tour. So, und da sind die beiden, die ich es gerade eben hinzugefügt habe, mit ihren kompletten Einsätzen. Wenn ich gesagt, einen Patienten wirklich nur so auf die Tour füge, dann muss ich ihm auch nochmal sagen, welche Leistung will ich denn dort machen. Wie gesagt, ich gehe dann wieder hier in den Patienten rein und bestätige dann dort meine Leistung, die ich erledigt habe und sage wieder Einsatz beenden. Es ist dann so, dass alle Einsätze, die gemacht worden sind, ausgeblendet werden, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten jetzt hier in unserer Ansicht, wie Sie oben sehen, einfach nur die offenen sehen. Ich kann sie mir aber, wenn ich hier auf alle klicke, wieder einblenden und sehe dann schon, was ich gemacht habe. Und ich sehe dann auch dort, wann ich es gemacht habe, also auch nochmal dann eine Vergegenwärtigung der Ist-Zeit, wann war ich denn dort. Dann habe ich auch noch die Möglichkeit innerhalb der App, mir die Patienten auch nochmal so anzugucken, diese Information halt, wo wohnt dieser Patient, den ich vielleicht noch nicht kenne und mir auch dort nochmal speziell, wenn er auch nicht in meiner Tour geplant ist, dort die ganzen Ansprechpartner, Angehörige und Ärzte und sowas so nach vorne zu holen und anzugucken und auch eben dann, wenn ich sie anrufen möchte, dann auch wirklich anrufe. Genauso habe ich hier dann die Möglichkeit, wenn ich speziell unter Personen gehe, habe ich dann drei Kategorien, die ich auswählen kann. Kann ich mir speziell auch zum Beispiel Ärzte aussuchen, wenn ich jetzt bewusst irgendeinen Arzt anrufen will, weil ich eine Nachfrage habe. Das Gleiche geht eben auch dann bei Mitarbeitern und Therapeuten. Wenn ich dann alle meine Leistungen bei allen Patienten abgearbeitet habe, kann ich dann einfach sagen, ich beende jetzt meine Tour.
Und dann ist quasi auch das Beenden der Tour mein Arbeitszeitende. Und damit werden dann die Ist-Zeiten für die Leistungen, für die Einsätze und auch dann die Arbeitszeiten im Programm dann, wenn ich dann die Daten nächstes Mal dann jetzt direkt übergebe oder beim nächsten Mal, am nächsten Tag die neuen Daten hole für die neue Tour, übergeben an den Server und stehen auch dort zur Verfügung. Sie haben hier eine Übersicht über die einzelnen Aufgaben und Einsätze, die Sie gemacht haben. Und Sie sehen, hier ist ein grüner Balken. Das heißt, die wurden übertragen. Wenn Sie jetzt dort einen roten Balken haben, dann sehen Sie, okay, da gab es einen Fehler, da gab es einen Sendefehler oder was auch immer da passiert ist. Und da können Sie dann entweder können Sie dann so lange versuchen, das zu senden, bis es dann auch wirklich rausgesendet wird. Zum Beispiel, wenn es eine instabile Verbindung ist, eine instabile Datenverbindung. Wenn das alles nichts helfen sollte, dann kann das in der Tourbestätigung, können die einzelnen Einsätze noch nachbestätigt werden. Wir haben dann quasi die Tour nochmal hier. Das hier sind die einzelnen Patienten und die Aufgaben, die angefallen sind. Und hier unten sehen Sie die zurückgelieferten Arbeitszeiten. Auch aufgeteilt in die jeweiligen Aufgaben. Das heißt, der Einsatz wäre jetzt die Aufgabe Pflegen. Orga-Zeit ist Orga-Zeit und dazwischen wird dann immer die Fahrzeit gelegt. Und hier können Sie dann sagen, okay, der Einsatz wurde aber erbracht. Es konnte halt noch nicht gesendet werden. Dann können Sie das hinterher noch nachtragen. Gut, jetzt haben wir das also soweit übertragen und kann sagen, okay, die Zeiten, die hier zurückgekommen sind, die sind jetzt plausibel. Dann übergebe ich das in den Dienstplan und die Daten sind sofort dort. Falls die Frage kommen sollte, die Daten aus der App gehen nicht automatisch in den Dienstplan, weil nämlich gesagt wird, es passiert immer mal, dass irgendwas vergessen wird abzuhaken oder dass was Falsches dann quasi abgehakt wurde. Und um zu vermeiden, dass man dann diese Fehler, die draußen passieren, dass man die dann alle im Dienstplan hat und korrigieren muss, haben wir gesagt, okay, die PDL oder derjenige im Büro schaut sich die Arbeitszeiten an für den Mitarbeiter für den einzelnen Tag und sagt dann, ja, das ist so richtig, so möchte ich das übergeben. Und damit ist halt auch der Aufwand nach der Tour dann quasi gering gehalten. Wenn wir jetzt einen Abrechnungslauf gehabt haben für unsere Einrichtung, dann haben wir im Dienstplan das Tourencontrolling unter den Auswertungen, also Auswertung, Listen und dann den Reiter Tourencontrolling. Und dort kann ich sagen, ich möchte mir für den März die Zahlen ausgeben lassen. Habe ich meine Touren kostendeckend gefahren oder eher nicht? In dem Fall eher nicht. Aber weshalb auch die Dienstplanaufgaben in den Touren wichtig sind, die werden dann hiermit gezielt aufgeschlüsselt. Das heißt, wenn der Mitarbeiter dann die ganze Orga-Zeiten hat und die ganzen Fahrzeiten, dann sehen Sie dann auch, okay, so und so viel ist Fahrzeit draufgegangen, so und so viel ist Orga-Zeit draufgegangen und können dort auch punktuell, Sie wissen quasi, wo Sie anpacken müssen, um zu sagen, okay, die Tour ist jetzt wirtschaftlich oder die soll wirtschaftlich werden.